Campen ohne Strom. Eine ziemlich dunkle Angelegenheit. Aber wie funktioniert das mit der Stromversorgung in deinem Reisebegleiter? Dein Team Weinsberg bringt Licht ins Dunkel. Und das in unter 2 Minuten. Jetzt kümmern wir uns um die Stromversorgung mit 230 Volt. Zunächst müssen wir das Elektrokabel mit der CE-Buchse des Fahrzeugs verbinden. Bei Verlängerungskabeln auf ein paar Dinge achten. Erstens dürfen diese, um Spannungsabfälle zu vermeiden, höchstens 25 Meter lang sein. Zweitens müssen diese für Außeneinsätze geeignet sein. Wir empfehlen eine Gummileitung mit dieser Norm. Und drittens, eingesetzte Kabeltrommeln immer komplett abrollen, um Überhitzung zu vermeiden. Die Strombuchse findest du bei unseren Reisemobilen in der Easy Travel Box, bei CUVs am Heck in Fahrtrichtung links. Zuerst die Verbindung am Fahrzeug herstellen. Sicher gehen, dass der Stecker einrastet und dann das andere Ende an der Stromsäule anstecken. Leuchtet am zentralen Bedienpanel das Symbol auf, heißt das, dass jetzt alle Verbraucher und die 230 Volt Steckdosen mit Strom versorgt sind. Gleichzeitig werden die Starter- und Aufbaubatterie automatisch aufgeladen. Mit denen bist du autark unterwegs, denn auch ohne Anschluss können mit der 12-Volt-Spannung Lichter, Kühlschrank, Heizung, Wasserpumpe, Toilettenspülung und USB-Steckdosen betrieben werden. Damit du nicht unverhofft im Dunkeln sitzt, kannst du jederzeit die Batterieladestände am Bedienpanel überprüfen und um Energie zu sparen, mit nur einem Klick den Wohnbereich stromlos schalten. Ist der Funke schon übergesprungen? Dein Team Weinsberg wünscht dir eine gute Fahrt und eine tolle Zeit mit deinem Reisebegleiter.